Und willkommen zurück zum Let's Play Crash Bandicoot. Ja, wir haben das Spiel letztens durchgespielt. Und jetzt sind wir dabei, die Edelsteine zu sammeln. Und würde ich doch auch gleich mal anfangen. Ich werde aus Erinnerung die Level spielen, wo ich weiß, dass wir keine bunten Edelsteine brauchen. Denn hier brauchen wir einen, da brauchen wir einen, hier bräuchten wir keinen. Also könnten wir dieses Level schon so machen. Ich werde es auch direkt einmal versuchen, direkt als erstes. Und ja, wenn wir die Edelsteine alle gesammelt haben, haben wir es dann geschafft. Und wir hätten den ersten Teil von Crash Bandicoot zu 100% durchgespielt. Natürlich nur, wenn jetzt das alles ohne Probleme funktioniert. Und ich habe nur 5. Wo sind die ganzen Leben hin? Das ist äußerst interessant, dass die ganzen Leben verschwunden sind. Aber gut. Das klappt schon irgendwie, hoffe ich. Auch wenn ich da gerade ein ganz schlechtes Gefühl habe. Gut, bis hierhin sind wir schon mal gekommen. Dann müssten noch ein oder zwei Stellen kommen. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall dürfen wir immer noch nicht sterben. Und das macht das Ganze nicht gerade einfach. Ich versuche einfach mein Bestes und ja. Oh. Das ist jetzt womöglich nicht gut. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht absolut nicht gut aus. Ah! So knapp vom Ende. Das ist wirklich blöd gelaufen. Wäre ich an der Stelle nicht hängen geblieben, hätten wir den Edelstein jetzt schon. Das ist auch nett. Aber gut, versuchen wir es einfach beim zweiten Mal. Das wird schon irgendwie schief gehen. Nebenbei muss ich mir erstmal meine ganzen Leben wieder erarbeiten, da die anscheinend beim Speicherstand nicht mitgespeichert werden, die man da alle bekommt. Aber gut. Das kriege ich auch schon irgendwie hin. Jetzt muss ich mich halt nur konzentrieren, dass ich meine Kisten bekomme und möglichst nicht sterbe. Sind wir schon mal hier. Und dann kommt wieder der Teil, wo ich einfach nur versuchen muss zu überleben. Und nicht gerade in einen dieser Zäune reinzulaufen. Ja gut, dann können wir wieder zurück. Ich habe eine Kiste stehen gelassen. Ja, wie ich schon mal gesagt habe, das ist der Grund wahrscheinlich, dass der erste Teil auch von dem Dauer her der längste werden könnte. Sicher bin ich mir da im Moment doch nicht mal ganz so sicher. Ganz so, da ja durch das Hauptspiel schon relativ schnell durchgespielt war. Nur je nachdem, wie ich eben die einzelnen Level schaffe, die so wie dieses zum Beispiel aufgebaut sind, die total einfach zu schaffen sind. Und halt je nachdem, wie ich die schaffe, kommt es halt darauf an, auch wie lange halt das Let's Play dann noch dauern wird. Ich weiß nur, ich werde es trotz der Schwere in einigen Leveln, trotz diesem Nachteil, dass man die Checkpoint-Kisten für den Edelstein keine Hilfe sind, da man nach dem Checkpoint kein Edelstein bekommt, trotzdem keine Safe-States benutzen, denn es soll doch trotzdem ein bisschen herausfordernd bleiben.
Weil was bringt's mir, wenn ich dann alle 10 Sekunden ein Safe-Set mache und so im Grunde ohne Probleme durchspiele? Dann ist bei dem Spiel auch nichts Schweres mehr dabei. Mir macht das nur Probleme, dass wir so wenig Leben haben. Was nicht schön aussieht, finde ich. Da ja jedes Mal sterben mir wieder ein Leben kostet und wir auch nicht gerade viele Leben zur Auswahl haben. Gut, hier sind wir. Wieder beim letzten, wo wir schon die ganze Zeit hängen. Dann schauen wir, klappt es diesmal, ohne dass ich zu weit springe eventuell. So weit, so gut. Hier sind wir schon mal. Und da kommt die Kugel, die mir ziemlich nah scheint. Aber wir haben es geschafft. Sprich, müsste für uns jetzt einen Edelstein geben, der nicht gerade einfach zu bekommen war, finde ich. Aber wir haben ihn trotzdem bekommen. Gut. Dann, da wird gespeichert. Sicherlich. Irgendwo muss er gespeichert werden. Auch wenn ich das Ganze im Grunde separat speichere. Hier brauchen wir einen bunten Edelstein. Hier genauso. Hogwald schaffen. Da gibt es keinen. Das könnten. Ja, also so schaffen. Mit Crash am Tonblick natürlich. Aber gut, hier ist es halt ein bisschen schwerer, sich auf die Kisten zu konzentrieren. Da man leider nicht langsamer oder schneller laufen kann. Und ja. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ja, soweit so gut. Wie ja leider schon angemerkt. Checkpoints bringen uns leider nicht viel. Ich hoffe, ich habe da jetzt alle erwischt. Bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Aber ich hoffe es. Wieder an der Seite vorbei, ja. Hat gut funktioniert. Und ich hoffe, ich habe da alle Kisten bekommen. Ja, habe ich. Das ist super. So haben wir schon 5 Edelsteine. Was hervorragend ist. Das letzte Level dürfen wir natürlich nochmal neu spielen. Aber gut, das hätten wir eh nochmal für den Edelstein machen müssen. Daher, ja. Das Native Fortress bräuchte ich auch nicht machen. Da brauchen wir nämlich einen Edelstein. Das haben wir geschafft. Kann ich mich auch so erinnern. It's a Lost City. Brauchen wir keinen bunten Edelstein dafür? Nein. Das schaffe ich auch so. Vorausgesetzt natürlich, ich sterbe nicht in diesem langen Level. Was ja bei diesen Leveln dann doch gut im Fall sein könnte, je nachdem, wie man sich eben anstellt. Gut, hier jetzt kommen wieder ein paar Leben dazu. Das gefällt mir. Da warte ich mal kurz. Und weg mit dir. Und dann gab es noch ein Leben. Da hinten ist keine versteckte Kiste mehr, nein. Die ist weg. Und da oben ist eine Schalterkiste, wie ich gesehen habe. Ist aber nichts für hier hinten, oder? Ne, wäre ein bisschen komisch. Hat, denke ich, mit der Seite hier dann zu tun. Ja, ich habe schon gehört. Gut. Haben wir beide sehr gut bekommen.
Die ist weg. Ah, nicht ins Wasser laufen. Gut. Soweit läuft das Level noch ganz gut. Haha. Nein. Okay. Ja, gut, so hat das ja gut funktioniert, ja. Dann sind wir schon mal hierher gekommen. Gut. Sind schon ziemlich weit. Ein paar Leben haben wir auch wieder. Was ziemlich gut eigentlich ist. Je nachdem, wie man es halt verwendet. Und da bei mir der Verwendungszweck ja eh nicht so der hervorragende ist. Ja. Gut, das sind wir wieder ohne Probleme raufgekommen. Das ist hervorragend. Die Stelle hasse ich ja immer noch am meisten. Und wie man wahrscheinlich schon merkt, ich kriege keine Symbole von Crash seiner Freundin mehr. Das hat lediglich den Grund, dass wir dieses Bonus-Level ja natürlich schon abgeschlossen haben. Und somit bringt es uns ja nichts mehr, wenn wir da reingehen. Gut. Das Level wieder. Diesmal drüber gekommen. Und hüpf. Ja, wir haben unser erstes Nitros Prio Level sogar geschafft. Nicht schlecht. Gut, dann geht's hier mal weiter. da lang. Und der ist. Ah, der Gegner ist nicht mehr da, das ist gut. Dann hat sich das wenigstens gemerkt. Ich glaube, da ist noch einer, ja. Ja, komm mal mit hier. Ich will das Leben. Und tot. Und darüber. Und jetzt sind wir an der Stelle hier. Das wäre eine Katastrophe. Nein, jetzt noch nicht. Jetzt hätte ich rüber gemusst. Wieder abwarten und rüber. Gut. Und jetzt wieder rüber. Okay. Und da haben wir eh nicht viel Auswahl. Gut, der kommt gleich wieder zurück. Ja. Und die Kiste haben wir auch bekommen. Das ist super. Den haben wir geschafft. Den auch. Gut. Soweit läuft's noch ganz in Ordnung. Nur ich möchte nichts verschreien. Wow. Das war jetzt Glück. Ich warte wieder, bis der hier zurückkommt. Na, dann können wir einfach auf ihn drauf springen und dann machen uns keine Probleme mehr. Gut. Und hervorragend. Dann müssten wir den nächsten Edelstein bekommen. Und das könnte sein, dass es der erste bunte ist. Das sehen wir ja gleich. Ja, es ist der grüne. Bei dem weiß ich sogar schon, wo das dazugehörige erste Level ist. Welches? Mache ich das jetzt so schon? Mal überlegen.
Ich denke,